2016 erfasste die Polizei Duisburg über 1700 Fälle von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Heute fordert ein Fahrzeugbrand das schnelle Einschreiten von Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Fabian Köster. Hintergrund ist eine gefährliche Intrige. Guckst du mal! Das ist widerlich. Kommt sie raus, stellen Sie mal ab. Ich hole mal einen Feuerlöscher. Kommen Sie raus, kommen Sie raus, kommen Sie raus. Die Beamten erfahren vom Opfer, dass das Fahrzeug zur Catering-Firma ihrer Eltern gehört. Der plötzliche Brand des geparkten Autos erscheint den Ermittlern jedoch ungewöhnlich. Ich weiß nicht, aber auf einmal so lauter Knall, als ich losgefahren bin. Alles voller Qualm und ich konnte nichts mehr sehen. Und also du bist ganz normal losgefahren. Wo kam der Knall her? Aus dem Motorraum? Aus dem Auto irgendwie. Ich glaube, die rufen mal einen Rettungswagen. Ne? Hast du die Funke? Ja. Aufgrund der Aussage des Opfers können die Polizisten auch eine Brandstiftung nicht ausschließen. Ein Schock für Mutter und Tochter, zumal die Familie offenbar tatsächlich bedroht wird. Das ist ein SMS. Zweiter Wagen ist auch gleich. Ja, wir haben noch einen zweiten. Da ist mein Mann jetzt gerade mit unterwegs. Nicht, dass er jetzt auch irgendwie wann ist der losgefahren? Ach, ich sag mal 8-9 Minuten. Was ist das für ein Fahrzeug? Und wie heißt das denn? Die Kommissare schließen einen Zufall aus. Für sie steht fest, dass der Täter es auf die Firmenfahrzeuge abgesehen hat, weshalb nun auch der Ehemann in Gefahr ist. Der Mann fährt jetzt mit einem mintfarbenen Ford Focus. Richtig, und Sie kriegen eine Nachricht, euer zweiter Wagen ist gleich Bautrag. Das ist doch kein technischer Defekt, kannst du mir auch sagen, was du willst? Nee, hätten wir erst davon ausgehen können, ne? Ja, natürlich. Aber jetzt kann man das natürlich höchstwahrscheinlich ausschließen, ne? Ist irgendein scheiß Feuerteufel da unterwegs? Was ist los? Was macht, schläft der? Egon von 1433. Um weiteren Sach- und Personenschäden vorzubeugen, schreiben die Ermittler den zweiten Firmenwagen zur Fahndung aus. Jemand will dem Catering-Service der Familie schaden und schreckt dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Die Verletzte wird jetzt behandelt? Ja. Okay. Die Kollegen werden jetzt erstmal schauen, was mit der Rauchentwicklung, ob es da irgendwelche Schädigungen gibt. Ich meine, sie hat sehr stark gehustet. Und was ist denn da los? Kommt der Eisenmann oder was? Ey, ist doch die Karre oder nicht? Ja. Das fährt ein Alter. Ey, komm, Attacke. Die Beamten sind alarmiert, denn der gesuchte Wagen des Ehemanns wird von einem weiteren PKW massiv bedrängt. Wer dazugehört? Siehst du das Kennzeichen? Ich sehe das gar nicht. Gar nicht. Kannst du nicht erkennen, ist abgeklebt. Mann, die finde Fahrer, Alter. Ein Spinner, ey. Halt mal ein bisschen Abstand. Du. Was ist das denn für ein Affe? Ach du Scheiße. Hallo. Scheiße. Alles gut? Hören Sie mich? Was ist passiert? Sie hatten einen Unfall. Alles gut. Können Sie rauskommen? Ganz langsam. Ganz komm langsam. Wer macht denn sowas? Paul Schwarz lässt nach dem flüchtigen Fahrzeug fahnden. Sein Kollege befragt die Opfer und erhält einen ersten Hinweis auf den möglichen Täter. Ich habe nur die Silhouette von einem Typen weißt gesehen. Weißt du, wer einen dunklen Dreier-BMW fährt? Ja. Mein Ex-Chef. Wie Ihr Ex-Chef? Ja, der Edgar Reitz. Der fährt einen dunklen Dreier-BMW. 1433, weiß ich hundertprozentig. Abgefangen auf der Straße. Wir haben einen. Was ist denn eine zufällig? Warte mal kurz. Wissen Sie das Kennzeichen von dem Wagen? Nee. Weiß ich nicht. Wie heißt denn Ihr Ex-Chef? Das ist recht interessant. Edgar Reitz. Reitz wie Reitz? Ja, Reitz. Der hat eine Catering-Firma. Ja, wo ist diese Catering-Firma? Bahnhofstraße 45. Sagten Ihr Ex-Chef, ja? Ja, ich habe bis vor kurzem da gearbeitet und dann habe ich gekündigt und das passte ihm schon alles irgendwie nicht. Also sind Sie jetzt nicht so im besten auseinandergegangen, wenn ich das also richtig verstehe? Im Prinzip ja. Ich habe ja gekündigt. Für mich war alles in Ordnung. Nur für ihn war das eben alles so, weil wir uns auch selbstständig machen wollen. Okay. Mit einer Catering-Service. Wir haben den ehemaligen Arbeitgeber der Ehefrau des Verunfallten natürlich erstmal durch unsere Systeme gejagt. Haben auch schon mal der Kriminalpolizei vorab Kenntnis gegeben. Im Hintergrund laufen natürlich noch die Fahndungsmaßnahmen nach ihm. Wir haben die Leitstelle nichtsdestotrotz gebeten, mal seine Wohnanschrift aufzusuchen, um ihn letztendlich auch der Wache zuzuführen und ihn dort persönlich vernehmen zu können. Ja, dann würde ich sagen, mir wäre es ganz lieb, wenn wir alle einmal von dem Fahrzeug weggehen könnten, weil wir aktuell nicht ausschließen können, dass hier irgendwie, ich benenne es jetzt mal, ein Brandsatz drin versteckt ist oder sonst irgendeine Scheiße. Angedroht war es nämlich. Ja, ihr habt nämlich keinen Bock, dass wir gleich alle orange-lodernd durch die Gegend hüpfen. Ich habe erstmal den Schlüssel des Fahrzeugs abgezogen, damit, wenn es einen Brandsatz gibt und dieser möglicherweise mit der Batterie gekoppelt ist, nicht sofort hochgehen kann. Also, wenn hier was manipuliert wäre, wenn hier was rauskäme, das wäre.
ist egal. Verschließen, naja, ist abhauen, fertig. Ja. Wir werden die Kollegen von der Kriminalpolizei auf der Dienststelle jetzt persönlich in den Sachverhalt involvieren. Das macht mehr Sinn, als wenn man hier noch am Tatort, wo man sowieso schon unter Stress steht, das eben per Telefon quasi zwischen Tür und Angel macht. Da gehen eventuell wichtige Informationen verloren. Von daher machen wir gleich definitiv persönlich. Ja. Wir können auf Nachfragen gleich reagieren, was so immer erst im Funkverkehr doch eine etliche Zeit in Anspruch nimmt. Schlüssel habe ich, ist verschlossen, dann hauen wir auch erstmal ab. Da dem Catering-Unternehmen durch die Anschläge gezielt geschadet wurde, vermuten die Ermittler einen persönlichen Bezug des Täters zu seinen Opfern. Ein mögliches Motiv hätte der ehemalige Chef der Catering-Betreiberin. Der Ermittlungsstand wird gerade mit den Kriminalbeamten Bora Aksu und Eckhard Greitner diskutiert, als die Lage eskaliert. Also bis zum gewissen Punkt mag vieles ein Zufall sein, aber ab einem gewissen Punkt werden die Zufälle zu viel. Ganz ruhig. Wir werden das Ganze klären. Bei den Streitenden handelt es sich um den verdächtigen Ex-Chef der Catering-Betreiberin sowie deren Ehemann. Auf Nachfrage erklärt dieser den Kriminalisten, warum er den Ex-Chef für den Täter und Verfasser der Droh-SMS hält. Der Typ war damals auf meine Frau scharf. So, die hat ihn abblitzen lassen. Ja, so, dann ist sie bei der Firma abgehauen. Ja, ich habe vorher noch ein paar Sprüche gearbeitet und habe dann gekündigt. Das ist aber nicht die Nummer von ihm, weil ich meine, von einem Ex-Chef hat man die Telefonnummer. Also offensichtlich ist die Nummer ja nicht bei Ihnen gespeichert. Erkennen Sie die Nummer denn wieder? Oder kann ja auch sein, dass er die Nummer geändert hat. Aber das ist nicht die Nummer, die er benutzt hat, während Sie noch für ihn beschäftigt waren. Also da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich habe nur hier diese Nachricht bekommen. Die Nummer kenne ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, wo ich gekündigt habe da. Wir wollen uns selbstständig machen, mein Mann und ich. Wir haben da jetzt auch diese beiden Wagen. Das waren zwei relativ neue Lieferwagen für unsere Firma. So, und dann hatte ich gekündigt und damals hatte der Herr Reitz mir schon gesagt, passt mal schön auf und ihr werdet nicht damit glücklich und die Kunden lasse ich mir von euch auch nicht wegschnappen. Eifersucht und Konkurrenzangst ergeben auch für die Ermittler mögliche Tatmotive. Zudem fährt der Beschuldigte ein Auto baugleichen Typs zum Tatfahrzeug. Herr Reitz, super, danke. Sie sind Fahrzeughalter eines BMW. Richtig. Welches Modell ist das? Ein grüner BMW. Ein 3er BMW, ja. 5er BMW oder was? 3er BMW. 3er BMW. Wo steht das Auto? Wo ist das? Der Wagen steht auf dem Firmenparkplatz, da wo ich den heute Morgen abgestellt habe. Und wie sind Sie hier hingekommen? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, steht hier unten an der Wache. Von Ihrer Firma aus? Ja, natürlich. Ich brauche die Bewegung einfach. Ich sitze den ganzen Tag und Bürokram und ich merke es mir halt einfach am Rücken. Deswegen benutze ich das Fahrrad. Gibt es außer Ihnen noch andere berechtigte Personen, die mit dem Fahrzeug unterwegs sein können? Nee, außer mir hat niemand irgendwie einen Schlüssel und ich trage den ganzen Tag bei mir. Mhm. Ja. Haben Sie ein Handy? Nächste Frage. Ja. Darf ich das mal sehen, bitte? Schnell wird klar, dass die Nummer der Droh-SMS mit der des Tatverdächtigen übereinstimmt. Dennoch bringt ein Datenabgleich den Beamten widersprüchliche Ergebnisse. Also was ich hier sehe, er kriegt automatisiert über Push-Mitteilungen immer die kompletten Einzelverbindungen, einschließlich der SMS, mitgeteilt. Ja. Und aktuell, das ist sehr aktuell hier die letzte, da finde ich die Zielrufnummer unserer Geschädigten überhaupt nicht. Mit Daniela habe ich schon lange keinen Kontakt mehr. Das Einzige, worüber ich mich letztens aufgeregt habe, war tatsächlich, dass sie irgendwie für die Seniorenheime, die ich immer beliefer, irgendwie hat sie sich auf eine offene Stellenausschreibung. Die Nummer da oben, die kennen Sie doch. Das ist doch die Nummer, die Sie uns gerade genannt haben. Ja, natürlich. Aber ich habe keine SMS und geschickt. Die SMS, die lesen Sie ja auch gerade. Mhm. Also ja, stehen momentan. Die ist nicht von. Das ist doch eine gefälschte SMS. Unsere Täter sind nicht immer die Allerschlausten. Also die hinterlassen schon Spuren, aber die Spuren, die hier in diesem Fall hinterlassen wurden, die waren schon ziemlich deutlich. Nichtsdestotrotz sind das Spuren, die auf ihn hindeuten und deswegen mussten wir ihn halt auch dazu befragen und auch mal ein bisschen konkreter werden bei unserer Befragung. Nichtsdestotrotz würde ich es immer noch nicht ausschließen, dass irgendjemand versucht, hier eine Intrige dem Ex-Chef von der Frau zu spielen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich hatte den Wagen heute Morgen geparkt. Passt das? Das passt. Also, haben die Beamten mich angerufen und dann bin ich hierher gefahren mit dem Fahrrad. Ich habe den Wagen noch nicht mal gesehen. Und diese SMS, also das ist doch ein leichtes, heute eine SMS zu fälschen, oder nicht? Da will mir doch jemand was unterschieben. Andere Frage, was lagern Sie so in Ihrem Unternehmen an chemischen Flüssigkeiten? Haben Sie da spezielle Reinigungsmittel? Also natürlich haben wir im Catering-Unternehmen viele
Gerätschaften, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Ob das nun die Socieren sind oder Aufbewahrungsbehälter, die man im halt heiß machen kann. Und die müssen nachher gereinigt werden. Die Kommissare fragen deshalb nach Chemikalien, weil sie aus dem Bericht des Brandsachverständigen wissen, der Täter nutzte einfache Haushaltsreiniger als Brandbeschleuniger. Wir würden jetzt gemeinsam in Ihre Arbeitsstätte fahren, dort, wo auch Ihr Fahrzeug steht, so wie ich es verstanden habe. Das machen wir jetzt gleich sofort. Wir würden uns Ihr Fahrzeug angehen. Sind Sie damit einverstanden, dass wir dann in Ihre Räumlichkeiten reingehen und uns dort mal ein bisschen umschauen? Ja. Obwohl der Beschuldigte kooperiert, bleibt er für die Ermittler der Haupttatverdächtige. Die Spurensuche auf dem Firmengelände soll weitere Hinweise bringen. Tatsächlich entdecken Eckart Greitner und Bora Aksu dort das Auto, mit dem eines der Opfer vermeintlich von der Straße gedrängt wurde. Und das kennen Sie jetzt so nicht? Nee, ich habe das heute Morgen, habe ich doch gesagt schon, ich habe es heute Morgen so abgestellt. Hier siehst du noch, das ist getürkt. Ja, ich das ist eine Legende, sagen. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Und vor allem hier diese Bogen, die machen gar keinen Sinn. Die Ermittler erkennen, dass die Spuren am Fahrzeug nicht wie echte Unfallspuren aussehen. Ihr Verdacht erhärtet sich. Jemand will dem Verdächtigen die Tat in die Schuhe schieben. Sie sagen auch, dass das heute Morgen nicht so gewesen ist? Nein, heute Morgen, wo ich zur Arbeit gekommen bin, da stand der Wagen schon hier und da bin ich reingegangen. Ich habe jetzt auch den ganzen Tag zu tun gehabt. Ich meine, Mitarbeiter, ich habe davon nichts mitbekommen. Wir geben uns meistens morgens die Klinke in die Hand. Das heißt, wenn ich dann gehe, packe den Wagen hier, dann kommt Sebastian meistens. Also insofern, ich hab den Schlüssel, ich bin gegangen, bin zur Wache, ich habe den Schlüssel ja noch hier in der Hand von dem Auto. Ja, okay, dann haben wir das schon mal. Ja, dann gehen wir mal rein. Wir können ins Büro, das ist ja gar kein Thema. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben da noch eine andere Sache. Vor 3-4 Wochen hast du mich ins Büro geholt und hast mir noch erzählt, das ist jetzt blöd, das ist mein Chef, aber da kommt man ja nicht drum. Edgar hat mich halt gefragt, was man machen kann, um die Daniela einen auszuwischen. Ich meine, die wurde gekündigt, die hat jetzt selber ein Catering-Unternehmen aufgemacht und die nimmt uns viele, jetzt lass mich ausreden, die nimmt uns viele Kunden momentan weg. Und Edgar hat vor 3-4 Wochen zu mir gesagt, ich soll mir noch mal was überlegen, wie man eventuell anstellen könnte, die Schütz pleite gehen zu lassen. Und nicht so. Wir haben halt zwei Autos und jetzt, wo es ums Auto von Schütz geht, hast du mich gefragt, was man machen kann, um die Autos von den Schütz entsorgen zu lassen, dass sie kaputt sind, dass das Catering-Unternehmen kaputt geht. Die Beamten veranlassen, dass in umliegenden Werkstätten nach dem Tatfahrzeug gefahndet wird. Der Catering-Chef beteuert seine Unschuld, bestätigt den Ermittlern aber den Vorwurf des Mitarbeiters. Ach, da will mir doch jemand was unterschieben. Wer soll denn da was unterschieben? Ja, was weiß denn ich? Ich habe den Wagen nicht bewegt, ich habe den Wagen hier geparkt, du sagst, der Wagen war in Ordnung und ich bin direkt zur Wache. Aber ja, jetzt hören Sie doch mal, Sie... Sie haben das ja für Zufälle. Diese Sachen angedroht, Sie haben die SMS geschrieben von Ihrer Nummer. Gut, also... Was für ein SMS denn? Naja gut, der Wagen, der sieht jetzt wirklich ein bisschen präpariert aus, aber... Hör mal. Ja? Ich habe hier ein paar Sachen gefunden. Also Brennspiritus, ja, also hochentzündlich. Ja, aber wie kommt das denn jetzt in Gleichmittel? Mein Büro? Ja, das ist eine gute Frage, aber... Ich habe das noch gar nicht in meinem Büro stehen. Der Angestellte belastet seinen Chef erneut und auch die Kommissare erhöhen den Druck. Immerhin passen die gefundenen Haushaltsreiniger in die Liste der Brandbeschleuniger vom Tatort. Eine Funkmeldung bringt plötzlich den entscheidenden Hinweis. Egon 3216 von Egon. Ja, 3216 hört. Ja, bezüglich der Abfrage bei Werkstätten wegen des grünen BMW 3er. Das war wohl so, wir haben eine Werkstatt gefunden, da war heute ein Mann, der hat einen baugleichen Wagen abgegeben, ebenfalls an der Fahrerseite Abstreifungen, die passen auch zu dem mintgrünen Wagen aus dem Verkehrsunfall von heute Morgen. Der hat sogar der Werkstatt 2000 Euro in bar gegeben, dafür, dass er keinen Namen nennen muss, beziehungsweise, dass die heute noch fertig werden damit. Ich würde in der Täterbeschreibung kommen. Ja, komm. Ja, Alter circa 30, Größe circa 2 Meter Hühne, blonde Haare. Hey, stehen geblieben! Junge, ganz ruhig. Oder Hände nach hinten. Hände auf den Rücken. Beruhig dich doch mal, Junge. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Oder was sagst du dazu, Ecki? Offensichtlich hatte er nur die Absicht, sich zu bereichern über die Firma, dass er da die Leitung übernimmt. Aber ich weiß nicht, ob ihm wirklich bewusst ist, was für Straftaten und was für immense Folgen jetzt auf ihn zukommen werden. Wir haben hier auf jeden Fall die Gefährdung des Straßenverkehrs. Wir haben Sachbeschädigung. Wir haben hier die gefährliche Körperverletzung. Ja, ein versuchtes Tötungsdelikt vielleicht sogar oder zumindest billigend in Kauf genommen, könnte man hier schon sagen. Ich denke, bei der Vernehmung und bei dem Vorhalten der ganzen Straftaten wird er
noch mal ein bisschen schlucken müssen. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer geworden, ich wäre auch normaler Geschäftsführer geworden. Du wärst weg gewesen, Daniela wäre auch mit weg gewesen. Zumindest die Autos wären kaputt gewesen. Also und ich hätte das Geld mir einstecken gar können. Mehr. Ich schlage vor, wir gehen. Wir gehen. Ja. Die Tochter der Firmeninhaberin hat sich von ihrer leichten Rauchvergiftung erholt. Der Ex-Chef ist entlastet. Sein Angestellter geht aufgrund der Schwere der Tat sofort in Untersuchungshaft und muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.